Es ist ein ganz besonderer Tag für Stadtsparkassenchef Ralf Fleischer. Er bekommt heute das sogenannte Signature-Shirt aus der Olympia-Kollektion überreicht. Sozusagen als symbolische Einkleidung. Von Hannes Aigner, der in Tokio bei den Spielen im Kanuslalom antreten wird. Im Rahmen einer Roadshow wurden die Athletinnen und Athleten eingekleidet. Heute macht der Einkleidungstruck Halt in München. Die Sparkassenfinanzgruppe, zu der ja auch die Stadtsparkasse München gehört, unterstützt bereits seit 2008 den Deutschen Olympischen Sportbund als Top-Partner. Und damit unterstützen wir die Olympiamannschaft und seit 2013 auch die paralympische Mannschaft. Wir unterstützen die Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg vom Talent hin zu olympischen Höchstleistungen und wollen mit unserer Förderung auch erreichen, dass sich die Athletinnen und Athleten auf den Sport, auf die Wettkämpfe, auf das Training in vollem Umfang konzentrieren können. Und natürlich, das darf man ja auch nicht übersehen, sind die Aktiven auch Vorbilder in unserer Gesellschaft. Denn im Sport geht es letztendlich um gegenseitigen Respekt, es geht um Teamgeist und es geht auch um Fairplay. Und all das sind auch Werte, für die wir als Sparkassenfinanzgruppe eintreten. Der Augsburger Hannes Aigner hat sich für Tokio viel vorgenommen. Der 32-Jährige fährt Kanu, seit er 6 Jahre alt ist. Seit 2010 fährt er in der Herren-Nationalmannschaft. Das kommt vom Paddel halten. Also die Hoffnung ist natürlich auf jeden Fall da, eine Medaille zu holen. Und ich denke, diese Hoffnung ist als Weltmeister von 2018 auch irgendwo berechtigt. Ich habe schon eine Olympiamedaille von den Olympischen Spielen in London 2012. Und es wäre deswegen kein Weltuntergang, wenn mir die zweite Olympiamedaille verwehrt bleibt. Aber es wäre schon auch ein Traum, den ich mir verwirklichen würde, wenn ich noch eine zweite Medaille holen könnte. Vielleicht sogar die goldene. Ich wünsche natürlich den Athletinnen und Athleten eine insbesondere gesunde, aber auch fröhliche Zeit in Tokio. Und im Namen der Stadtsparkasse wünschen wir den Aktiven natürlich auch, dass sie ihre Höchstleistungen dort abrufen können. Und wenn das dann noch dazu reicht, eine olympische Medaille zu gewinnen, dann wäre das umso schöner. Also wir werden hier in München allen Athletinnen und Athleten die Daumen drücken und mit ihnen mitfiebern und hoffen, dass ein bestmögliches Ergebnis am Ende des Tages dabei rauskommt. Die Olympischen Spiele in Tokio starten am 23. Juli und gehen bis einschließlich 8. August.